Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal sind wir zu Gast bei Bhante Silavansa, buddhistischer Mönch aus Sri Lanka, der hier das Theravada-Zentrum leitet, an Unis lehrt und in Liechtenstein auch lehrend tätig ist. In unserem Gespräch fangen wir mit seiner Lebensgeschichte an, seiner Kindheit in Sri Lanka, wie er Mönch wurde, wo er studiert hat, wie er nach Österreich kam, über Fragen der Religion, des Buddhismus im Speziellen, des interreligiösen Dialoges, sowie dem Themenkreis Krankheit und Sterben. Viel Freude beim heutigen Podcast. Gut, reden wir. Genau. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Ja. Ich würde gern, wie vorher kurz angedeutet, mit Lebensgeschichte ein bisschen anfangen. Im ersten Teil, im zweiten Teil kommt dann Religion, Buddhismus, interreligiöser Dialog und ganz am Schluss dann Krankheit und Sterben. Als Dialog. Fangen wir an 1953, im Mai, Geburtstag oder Geburt. War damals schon absehbar, dass du 2024 hier in Österreich sitzen wirst? Meine Lebensgeschichte ist eigentlich sein mit so vielen Zufällen verbunden. Und diese Lebensgeschichte mein Lebensbeginn in Sri Lanka. Ich bin in Sri Lanka geboren, wie du gerade gesagt hast, 1953 in Sri Lanka, in einem wirklich so ein ganz einfachen Dorf geboren. Und die Menschen sind in diesem Dorf eigentlich sehr viele Bauern. Sie Reisfeldarbeiter. Und ich habe auch das gemacht, als ich Kind war. Mhm. Mein Vater war ersten sehr, sehr fleißiger, so viel gearbeiteter Mensch. Mein Leben, der Wende beginnt, als ich so ungefähr 7 Jahre alt war. Meine Mutter starb. Und das war für mich ein Rätsel. Ist immer wieder, jahrelang habe ich wirklich gedacht, warum hat sie uns verlassen? Das war für mich irgendwie ein etwas Unklares. Ich habe selber nachgedacht, auch mich selber gefragt. Ich habe auch mit anderen gesprochen, warum so etwas wirklich passiert. Als ich Kind war, ich war 7 Jahre alt, habe ich gesehen, dass die Mutter in Wirklichkeit sehr viele Probleme hat. Ist nicht der materielle, auch nicht dann geistige Probleme. Irgendetwas habe ich gespürt, dass sie nicht so lange lebt. Und dann eines Tages habe ich dann in unserem Garten gespielt. Mein Vater hat damals in einem Geschäft, einem Kommunengeschäft gearbeitet. Und er wollte dann arbeiten gehen. Und in der Früh
Meine Mutter hat auf ein Kind gewartet, das schwanger war sie. Und mein Vater wollte weggehen. Sie war draußen, ist in einem Bett. Und mein Vater ist zu ihr gekommen. Und ich kann mich erinnern, der Vater hat ihr gesagt, dass er jetzt schon geht. Sie ist eigentlich aufgestanden. Dieser Moment ist sie hingefallen. Und dann ist das, normalerweise ist das kein großes Ereignis, Wirklichkeit. Aber sie hat im Bauch ein Kind gehabt und hingefallen. Und dann habe ich das später erfahren und sie ist dann ins Spital gegangen und gefahren und dann unterwegs ist sie schon gestorben, weil das Kind im Bauch ist gestorben. Dann Blutvergiftung und sie war sehr gesund. Und in dieser Zeit habe ich immer gedacht, ist ohne Mutter ist das Leben in Wirklichkeit leer. Das habe ich gespürt immer. Und dann, auch dann, die Zeit habe ich auch gedacht. Irgendwie glaube ich dann karmisch bedingt, auch meine Samsara-Erfahrungen, Verbindungen. Ich wollte eigentlich von Haus in die Hauslosigkeit gehen, ins Schon Kloster mit gehen. 7 oder 8. Ich war ja angefangen, glaube ich, sind 8 Jahre. Ja, bei Mönch wurdest du Novize Ja, mit 10. 10 Jahre. Genau. Ich habe lange dann, ich habe innerlich immer gedacht, ich möchte wirklich ein Mönch werden. Das ist ein Interesse. Ich kann nicht sagen, warum ich das so gedacht habe, aber ich habe doch gedacht. Und dann, ich habe mit meinem Vater mehrere Mal gesprochen, dass ich wirklich ins Kloster gehen möchte. Er hat es nicht verstanden. Er hat gesagt, nein. Wir waren 7 Kinder. Ja, sind die anderen Anderen nicht ins wollten Kloster auch gegangen? nicht. Der anderen wollten auch nicht. Meine Schwester. Jetzt sagt sie, okay. Aber ich kann mich erinnern, als ich 30 Jahre alt war, hat sie immer gesagt, nein, ist genug, du musst zurückkehren. Ja. Und ich habe immer mit dem Vater gesprochen. Ich bin auch da ins Kloster gegangen, ist angeschaut, ist fasziniert. Es ist ein so wie wenn jemand ins Kloster geht, wir haben schon ganz andere Gefühle. Es ist sehr einfach und sehr viel Natur. Da leben nur Mönche. Sie sind auch einfach. Und sie haben Besonderheiten, weil sie reden anders. Und sie gehen anders. Und sie sitzen anders. Aber habt ihr Texte studiert, habt ihr meditiert, habt ihr praktiziert? Ja, alles das gemacht dann. Ich meine, was ich als Kind habe, was ich gesehen habe. Und dann, mein Vater hat eines Tages das gesagt, es ist okay, du kannst gehen. Ich habe mich sehr gefreut. Und so ist eigentlich 1964, im 1. Mai, habe ich dann die Ordination bekommen, Novizenordination. Ich kann mich erinnern. Und nächsten Tag wollte ich wieder zurückgehen. Ich habe gedacht, es ist genug. Weißt du, das war, plötzlich habe ich dann so im Kloster, es gibt nicht so Kinder zu spielen und dann ist das, aber es war schon einige junge Mönche, aber trotzdem habe ich mein Lebensstil ist dann anders geworden. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann geweint. Und jeder Mönch hat einen Lehrer. Mein Lehrer ist zu mir gekommen, hat mich gefragt,
warum ich wirklich traurig bin. Ich habe alles erzählt. Denn mein Lehrer hat mir gesagt, es ist okay, du bist freiwillig hierher gekommen, du kannst freiwillig hier bleiben. Wenn du nichts willst, kannst du jederzeit gehen. Und weißt du, diese Freiheit ist das, wie das ein Einladen. Ja. Komm, bleib hier. Klug, klug ja. Von deinem Lehrer. Es ist immer gesagt, ja. Er sitzt dann. Türen stehen offen. Ja, ja. Die Tür ist offen, ja. Du kannst kommen und gehen. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich die Freiheit habe, wenn ich es auch jederzeit gehen kann, warum soll ich jetzt gehen? Ja, ja. Ich kann noch ein bisschen probieren. Ja, ja. Dann bin ich geblieben. Dann habe ich angefangen, die Texte zu studieren, die Sprache lernen und Pali-Sprache, die Buddha-Sprache, Sanskrit. Dann habe ich angefangen, die Texte zu lesen, Sprache zu lernen und dann langsam habe ich angefangen, was ich gelernt habe, dieses weiterzugeben. Das heißt, Dharma-Vorträge zu halten. Schon mit? Mit 10, 11, 12 Jahren. In dem Alter, okay. 12 Jahren habe ich erste Rede gehalten. Wow. Ja, war nicht so viel. Ich habe nur eine Lebensgeschichte Buddhas erzählt. Es ist so in Sri Lanka, wenn ein kleiner Mönch wirklich über Dhamma redet, das kann so eine ganz, ganz einfache Geschichte sein. Ja, ja, ja. Die Leute sind immer zu dem Mönch gekommen, ist gelobt. Ja, wow, ja. Du hast das wirklich schön gemacht, das ist wunderbar, wir haben alles verstanden, das motiviert ja, alles. Ja. Ich habe mir für später die Frage aufgehoben, aber vielleicht kretsche ich jetzt trotzdem schon rein. Wenn du heute Buddha treffen könntest, welche Frage hättest du an ihn, falls du eine Frage hast? Ja, wenn ich Buddha heute treffe, dann werde ich dann ihm fragen, es ist genauso, wie er immer gefragt hat. Ja. Warum werden immer hierher kommen und warum sollen wir wieder gehen? Ja. Das ist meine Frage. Ja, ja. Ja? Ja. Wenn wir wirklich gehen sollen, ja, warum kommen wir hierher? Ja. Ja. Ja? Wenn wir wirklich nicht bleiben können, ja. Ja? Und dann sollen wir nicht hierher kommen. Ja. Wenn wir wirklich kommen und muss gehen, ja, das Gehen soll immer das Ende sein. Ja, ja. Ja, aber nicht wieder zurückkehren. Ja. Das ist meine Frage. Ja. Was der Buddha wird das sagen wird, das Antwort ist auch in Dhamma existiert, diese ja, Antwort. Ja, ja. Ja. Aber meine Frage ist, warum kommen wir hierher? Warum fangen wir wieder zu leben? Ja. Warum gehen wir? Und wenn wir wirklich gehen, warum sollen wir wieder zurückkehren? Ja, ja. Ja? Warum gibt es nicht das Gehen zu Ende? Ja. Ja? Das Gehen muss irgendwann ein Ende geben. Ja, ja. Ja? Ich möchte nicht, dass meine Frage ist, geht, weißt du, was du dann fragst. Ich studiere hier. Ich habe studiert. Meine Studien fertig gemacht. Was ich das Mensch wirklich lernen möchte, ja, akademische Richtung, habe ich beendet. Ja. Ich habe nichts zu machen wieder. Ja. Ja? Wenn ich sterbe, warum soll ich wieder in den Kindergarten gehen? Ja, ja. Die Geister wiederholen. Ja. Weißt du, wieder in die Schule gehen, wieder dies und jenes lernen, ja, Universität lernen und dann wieder so eine akademische Grad, dann sterben wieder. Hast du für dich eine Antwort auf diese Frage? Ich glaube, es ist ein Beispiel, Buddha sagt, deshalb sage ich es, ihr sollt den Kreislauf des Samsara beenden. Ja, ja. Ja? Ja. Ihr sollt das tun. Ja. Ja? Dafür braucht ihr eigentlich strebsam sein, ohne Unterlass. Ja, ja. Ja? Und wenn du das tun kannst, dann hast du diese Frage nicht mehr. Ja, ja. Ja? Ja. Das wird die Antwort der Buddha. Ja, ja, ja. Und deshalb sagt der Buddha, wird er mir sagen, deshalb habe ich 45 Jahre lang Tag und Nacht euch dann erklärt, ja, ja, wie ihr das schaffen könnt. Ja, ja. Ja? Und dann
Wie, warum habe ich sehr oft euch gesagt, sei achtsam. Ja. Alles, was ihr erreichen möchtet, alles gibt es hier und jetzt. Ja, ja. Aber ihr geht immer in die Vergangenheit, ja. Auch in die Zukunft. Ja. Ich gehe jetzt nochmal in die Vergangenheit. Wir waren gerade, du bist 10, 12, genau. Gibst deine Dann ersten Unterricht. Wann ist das angefangen, meine, ja. Genau. Studium in der Schule, ja. Klosterschule. Ich habe sehr schnell fertig gemacht. Sehr schnell fertig gemacht. Erste staatliche Prüfung habe ich gemacht, als ich 14 Jahre alt war. Okay. Das war wirklich sehr, ja. Sehr schnell habe ich es gelernt. Ich könnte auch sehr viele Dinge, das ist dann meine Memory, ja, ist ja. Sehr stark. Ja, ja. Ja, Gedächtnis. Ja. Sehr, ja, ich kann sehr viele Dinge auswendig lernen. Ja, ja. Das habe ich das gemacht. Und dann habe ich es auch dann, das ist das Klosterleben, Klosterstudium, ja, ja. Habe ich es fertig gemacht. Dann gleichzeitig habe ich es auch dann der weltliche Ebene, beides weltlich, aber das ist das Klosterleben, Klosterstudium, das ist hauptsächlich der Buddha-Lehre. Ja, ja. Aber dann habe ich es auch dann in der Schule andere Fächer auch gelernt. Ich wollte das auch lernen. Ja, ja. Dann habe ich dann die Matura gemacht. Dann habe ich angefangen zu studieren. Ja. Und Universität in Sri Lanka. Dann habe ich das auch beendet. Und so habe ich eigentlich alles, was ich tun sollte, habe ich getan. Ja, ja. Studium ja, in Sri Lanka. Ja. Und gleich nach dem Studium habe ich eine Stelle an der Universität Sri Lanka bekommen. Das ist ein junger Mann, das habe ich angefangen zu unterrichten. Was war das Fach? Das habe ich dann ersten, ich habe schon sehr viele soziologische Richtungen, aber Kommunikation. Okay. Menschliche Kommunikation, ja, ja, das ja. War für mich, ja, ja. Das hier sagt eigentlich die Kommunikationswissenschaft. Ja, ja. Ja, aber das ist sehr viel weltlich ist das. Ja. Aber was ich gelernt habe, ein bisschen mehr. Ja, ja. Wie können die Menschen für ihre mentale und der materielle Entwicklung die Kommunikation verwenden. Ja, ja. Das habe ich eigentlich so auch meine erste Arbeit geschrieben. Ja? Und das heißt, da habe ich da geschrieben, Entwicklung und der Kommunikation für Entwicklung. Oh. Ja. Habe ich das. Ja, ja. Entwicklung habe, viele Leute denken, Entwicklung ist der materielle Ebene. Ja, ja, nein. Aber ich habe innere beides. Entwicklung, geistig ja. Auch. Ja, das habe ich dann geschrieben und dann, ich habe auch gearbeitet dort, und habe ich dann 1982, okay, jetzt kommst du dann langsam nach Österreich, ja. Salzburg. Das ist das Sri Lanka, meine Arbeit beendet. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich eigentlich dann von Sri Lanka raus, das ist dann Welt sehen. Ich habe immer gedacht, ich möchte wieder weg. Ja, ja. Das heißt, es hat dich niemand geschickt vom Kloster, es war nicht, nein, das war deine, ist meine deine Idee. Intention. Ja. Und ich habe immer gedacht, wie schaffe ich das? Ja. Und ich wollte so gerne, ich habe sehr viel über Heidelberg gesprochen, gelesen. Ja, ja. Universität klar, Heidelberg. Gut, klar. Ja, es ist sehr interessante Universität. Ja, ja. Sehr viele Dinge und ja, Bilder ja. Habe ich angeschaut. Ja, ja. Und dann habe gedacht, ich möchte dorthin. Ja, ja. Und es gibt eine Organisation, eine staatliche Organisation, das heißt DAAD, okay. Deutscher Akademischer Ausländischer Dienst. Ja? Da kriegt ein Stipendium. Okay. Ich habe angesucht. Ja. Sie haben nicht Nein gesagt, ja. Aber müssen warten. Ja. Das ist die Wartelicht ist lang. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, gut, warten kann ich, wenn ich es gehen kann. Ja, ja. Ja? Und wenn ich nicht gehen kann, dann warten ist sinnlos. Ja, ja. Weißt du, wenn jemand wirklich gehen kann, es ist okay, warten. Natürlich, wenn man ein gutes Ziel hat, wartet man gerne. Warten natürlich. Ist gut. Kein Problem. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, ich warte, weil ich es gehen kann. Ja. Und dann 82,
Ich habe dann, wie gesagt habe, ich habe an der Universität eine Stelle bekommen, ich habe unterrichtet und am Abend kam ich zurück ins Kloster. Ein Mönch hat mir gesagt, er hat gesagt, ein Verwandt ist schon da. Ich habe gedacht, vielleicht mein Bruder ist gekommen. Und dann, ich habe gedacht, gut, ich gehe. Er war eigentlich, der Mönch hat mir gesagt, dein Verwandt ist jetzt beim Lehrer, in seinem Zimmer. Und er ist dorthin gegangen. Dann habe ich eigentlich einen jungen Mann und ein junges Mädchen gesehen. Und sie waren eigentlich der Sri Lanken, sie waren da eigentlich Europäer. Und mein Lehrer hat gesagt, ja, die zwei Leute sind hier, ich soll mit ihnen reden. Ich habe mit ihnen gesprochen. Der junge Mann hat mir gesagt, ja, er kommt aus Österreich, erster, Austria. So, Austria war Wirklichkeit. Ich habe schon gehört, aber Sri Lanken kennen dieses Land Wenig nicht. natürlich, ja. Ja. Aber Vienna ist schon, Ja, ein die Begriff. kennen, ja, die Leute kennen das, die Stadt schon, aber das Land nicht. Und dann er hat mich erzählt alles und dann er hat gesagt, ja, wir haben eine Inselrundfahrt gemacht mit deinem Motorrad. Mit deinem Motorrad habe ich ihn gemacht. Leider ist Motorrad ist das jetzt hier, ist eine Panne. Das ist das, das Licht funktioniert nicht. Ich kann nicht weiterfahren. Ich wollte eigentlich, das ist am Strand in Nigambo, es ist nicht so weit von uns, dorthin gehen, aber es ist dunkel, das Licht funktioniert nicht, ich habe Angst, ich kann nicht fahren. Ob sie hier bleiben kann, eine Nacht. Ich habe meinen Lehrer informiert, was sie wollen, was die beiden wollen. Mein Lehrer hat gesagt, ja, der junge Mann kann schon hier bleiben, aber Mädchen, Im Kloster das schwierig. Klosterleben ist schwer. Dann habe ich den Nachbar angerufen und sie hat gesagt, die Familie, ja, sie kann kommen, sie kann hier übernachten. Und sie ist dorthin gegangen und er ist geblieben. Und er lebt noch, er heißt dann Ronald Rede. Und er hat mir jetzt gesagt, er ist ein Jude, er kommt aus Österreich und viele Dinge erzählt. Die ersten Tag, ersten Nacht, wir haben lange gesprochen mit Mönchen zusammen und dann er hat viel erzählt. Und dann habe ich meinen Wunsch geäußert. Also, was ist meine Ja, klar. Zukunftsperspektive? Ich habe Ja. gesagt, das. Er hat gesagt, ja. Heidelberg ist sehr schön, er hat auch dann gelobt und er hat gesagt, Österreich ist auch schön, Ja. du kannst nach Österreich gehen. Da habe ich gesagt, mir ist gleich, ich will dann raus. Ich bin übrigens in Salzburg aufgewachsen. Ja. Genau. Und dann, er hat dann damals in Salzburg, in Mosedium, ist da studiert. Ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, er kann mir helfen. Seine Mutter, keine Helden. Ich sag, gut. Er wollte nur eine Nacht bei mir bleiben. Er war aber eine Woche bei mir. Okay. Wir haben viel gesprochen, wir haben dann die Familien besucht, alle möglichen Dinge gemacht. Und dann ist er wieder zurückgekehrt nach Österreich. Und dann wir haben gar keine Verbindung gehabt. Das war im Februar 82. Und Juni schreibt er einen Brief, dass er mit der Freundin, mit dem Bruder nach Sri Lanka kommt und ob ich ihm helfen kann. Ich habe gesagt, gut, ich kann das machen. Sie sind gekommen und dann hat er angefangen, so viele der Ansuchungsformulare der Universität Salzburg und alles ausfüllen und hat dann hierher geschickt. Und dann alles fertig gemacht. Wir sind nach Indien gefahren. Damals könnten wir von Sri Lanka nach Indien fahren. Bis dann Grenze Sri Lanka
und dann mit dem Schiff Ja. nach Indien Ja, fahren. 50, 60 Kilometer sind das ungefähr, Ja, ja, genau. das ist 3, 4 Stunden, Ja, glaube ich. ja. Und wir sind dann dort hingefahren, von Südindien bis dann, wir sind bis Nepal. Okay. Ja, mit dem Okay. Zug und alles so Ja, gefahren. abenteuerlich. Ja, und dann Kalkutta, ich kann mich an erste Auslandreise. Ja, Kalkutta, von Kalkutta nach Bangladesch. ja. Wir sind überall Ja, ja. gefahren. Und dann ist zurückgekommen. Als ich zurückkam, habe ich einen Brief aus Salzburg, Ja. dass ich wirklich dort studieren kann. Fantastisch. Habe ich mich sehr gefreut. Und dann musste ich jetzt ein Visum. Ja. Und damals heute auch nicht. Wir haben keine österreichische Botschaft. Ja. Aber es gibt da sind eine der Generalkonsul. Und ich bin dorthin gegangen, habe jetzt alles erzählt. Das war eine Österreicherin, Margarete heißt sie. Und sie hat gesagt, nein, das war im August. Sie hat gesagt, im September kann ich nicht, weil in der September muss ich Da nach fängt das Semester Wien, auch an. ja. Ja. Das ist dann, das ist, dann muss diese Dokumente soll erst dann nach Sri Lanka schicken und nach Indien, Ja. nach Wien. Ja. Wien bewilligen und dann hierher Ja, wieder ja, ja. Indien, dann zurück nach Ja, Sri ja, Lanka. ja. Das dauert Ja. mindestens 2, 3 Monate. Ja. Ich habe gesagt, aber ich habe diese Bewilligung, dass ich es in Oktober In Wien. inskribieren soll. Ja. Sie hat gesagt, es tut mir sehr leid, ich kann das nicht. Ja. Ich kann es schicken, aber Sie können dann nächstes Jahr im Februar. Ja. Ich habe gesagt, nein, ich will aber Ja. jetzt. Zurückgekehrt. Und das ist interessant. Dann kam da eine Frau aus Österreich und sie kam, es war eine Freundin von dem Ronald Reeder. Ja. Und sie kam und sie wollten eigentlich erst nach Indien wieder Ja. und dann sie, Marie-Christine heißt sie, sie wollte von Indien nach Australien. Und Ronald hat gesagt, er fährt auch mit ihr nach Indien. Ja. Und dann ist der Marie-Christine hat gesagt, ja, vielleicht kann ich der Reisepass mitnehmen Ja. und auch in Indien, in Botschaft, das Ja. dann vielleicht versuchen. Ja. Ich habe gesagt, gut, Natürlich. wenn das geht. Aber weißt du, das ist so interessant. Damals habe ich es alles so gemacht. Ja, Sie ja. ist auch mit meinem Pass Ja, nach Indien ja. Ja, geflogen. Es ist aber illegal. ja. Darf Ja, man nicht damit Rast am anderen Reisepass. ja. Ja, Du kannst nicht ja. mit Ja. meinem Reisepass. Okay, ja. Du hast ja deinen Reisepass, aber du nimmst auch Ja, meine. ja. Du fährst in Sri Lanka. Ja. Es ist strafbar. Okay. Du kannst das nicht. Aber wir haben nichts gewusst. Ja. Und die Intention war eine gute. Ja. Und Super. dann ist dann, weißt du, was passiert? Eine Woche, 2 Wochen später habe ich mein Pass nicht Ja. zurückbekommen. Und dann war das Visum drinnen. Ja. Die haben das wirklich gemacht. Ja. Und dann, ja, dann habe ich dann erste Rätsel ist weg jetzt, Visum habe Ja. ich, dann zweite. Ja. Flugticket. Flugticket, ja, dritte die Sprache, Ja, aber. dann ein Flugticket habe ich nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich habe kein Geld. Ja. Ich habe nur damals 500 Rupees gehabt. Es ist das wirklich. Damals ist dann Flugticket, ja, ist nicht so teuer wie heute, aber es ist schon, muss noch viel Ja, Geld klar. haben. Ich habe da angefangen, das Geld zu sammeln. Ja. Und viele Leute haben dann gespendet, Ja. das und das. Damals, weißt du, das ist dann Colombo nach Wien, der Flug ist gekostet nur 9.000 Rupees. Okay. 9.000 Rupees ist eigentlich ungefähr 1.000 Rupees ist heute 3 Euro. Ja, okay. Das wären Ja? 30 Euro, keine Ahnung, aber Ja, ungefähr 30 ja, Euro. vor 40 Jahren, Und Colombo nach. Aber damals war, ist auch interessant, 1 Rupees ja. ist hier, das ist dann 80 Grossen. Okay.
Okay. Der Rubis war Jetzt ist sehr es stark, das ist das, ja. ja. Und heute Rubis ist sehr runter, ja. Ja. Und dann, ich kam hierher. Und alles fremd. Und so mein Leben angefangen hier. Mein Tibetischlehrer, ich habe einen Tibetischlehrer, der lebt auch in Österreich, der ist in Tibet aufgewachsen, hat in Peking studiert, hat dann auch ein Stipendium gekriegt nach Krems und der hat erzählt, als er dann angekommen ist und er wurde dann auf einer Autobahn nach Krems gefahren, nur von Schwechat aus. Und es war so große Straße, alles sauber, die Natur, also es muss halb Ah ja, magisch gewesen sein für ihn. Ne? aber damals, weißt du, als ich hierher kam, Ja. Saionaksi, das gab jetzt nicht so großer Unterschied Ja. hier. Ja, und du bist in Wien gelandet. Ja. Der Flughafen, Ja. wirklich damals der Colombo-Flughafen, größer als dann Wiener. Ja. Wien, das gab es, wenn rauskommt, ein einziges Kaffeehaus. Okay. Das gab es nicht. Ja. Flughafen war eigentlich so eine Außen, das war jetzt Mauer. Ja. Damals war eine Gitter. Ja. Okay. Ja, jeder könnte dann draußen alles innen sehen. Ja. So ganz, 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 ganz kleinen Flughafen Ja, hier. ja. Ja, Und du hast jemand gehabt, der dich abgeholt hat und so weiter? Schon. abgeholt Ja. und dann ist gekommen. Und dann, ja, es gab es Besonderheit am ersten Tag. Das war dann 10. Ja. Ja, Oktober 1982. ja. Dann war der Vormittag, bin ich gekommen. Und dann Mittagessen, das war für mich sehr interessant. Wir haben, weißt du, Gemüse und Reis. Das ist dann verschiedene Gemüsesorten und Reis. Ja. Wir essen. Ja. Ich kam hierher. Das war der Tisch. Das war in meinem Teller, war auch keine zwei Kugeln drinnen. Da. Ich habe gedacht, was ist das? Wie kann ich das essen? Ja. Weißt du, zwei. Aber in Nepal isst man mit Händen ohne Besteck Ja, auch Sri Lanka auch. ja. Aber ich meine, der Kugel da war Ja, das. ja. Ich habe gedacht, was ist das Ja, wirklich? musst du andere beobachten, wenn sie essen. Beobachtet, ich habe gedacht, soll ich das so essen weiterhin? Ja. Das war eigentlich der Knödel. Ja, Ja. ja, Und dann, ich habe gedacht, so, was soll ich essen, dies essen? ja. Ich habe gegessen, Ja. das hat da überhaupt nichts geschmeckt. Ja, natürlich nicht, wenn es Ja, nicht gewohnt ist. ist ja nichts. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, wenn du hier bist, da musst du so leben. Ja. So habe ich angefangen, Ja. weißt du, das alles, damit sage ich es eigentlich, es war der Fremd. Ja. Ja, aber ich habe immer gedacht, ich habe mir gedacht, ich muss wirklich hier wirklich einen Platz finden. Ja. Und dass die Sprache dann Die Sprache habe ich schon damals auch ein bisschen gelernt. Deutsch, Englisch wirst du Ja, können. Englisch, ja. Englisch könnte ich Ja, schon, ja, ja. ja. Und dann, ja, die Mutter war sehr lieb. Und wir haben schon viel gesprochen und alles. Dann habe ich angefangen, ich bin dann nach Salzburg Ja. gekommen. Mein Studium habe ich dort angefangen. Das erste Jahr, dann bist du Erstes nach Jahr, Wien, ja. genau. Das alles war okay, ich kam hierher. Ich habe damals nur pro Woche 100 Schilling gehabt. Ja. 7 Euro. Ja. Ja, ich habe nicht mehr. Ja. Ja, mit 7 Euro, Ja. das ist 100 Ja. Schilling, musste ich das eine Woche leben. Aber du hast deinen Wohnort gehabt. Wohnung gehabt, Mittag, dann, das ist Frühstück gehabt. Ja. Und das ist nur für mich der Mensa, etwas zu essen. Das war 20 Schilling, das war da einmal Essen. Ja. Das ist 1,4 Ja, Euro, ja. Euro, Ja. der Mensa Ja, Essen. ja. Ja. Und dann ist das, so habe ich alles das gemacht. Und dann hierher, dann ist ein Jahr später, kam ich hierher. Und dann auch dann habe ich auch eine Wohnung bekommen, Ja. Stipendium bekommen. Ja. Und alles ist das perfekt, habe ich dann angefangen, mein Studium. Ja. Dann habe ich dann, ja, sehr schnell, habe ich angefangen, 86, mein Studium. Ja. Woher habe ich das alles gelernt und all. Und 88, 89, und dann habe ich das fertig. Haben die dir was angerechnet oder hast du gleich das Ja, Doktorat, das gleich ein Doktorat machen können? Okay. das ist das alles fertig. Ich habe dann meine Dissertation geschrieben
Und dann 90 alles fertig, eingereicht, anerkannt. Und dann 92, da habe ich das in den Zeugnis bekommen. Und dann nachher, gleich habe ich dann, Professor Gutmann hat mich eingeladen. Er hat gesagt, ja, ich muss Nach dann, Liechtenstein. ja, nicht Liechtenstein, hier, Okay, Universität hier. Wien. Habe ich mit ihm gearbeitet. Dann habe ich dann Professor Fiegel, er hat dann es mit eingeladen, bis 2016 habe ich mit ihm gearbeitet. So ist dann, gleichzeitig habe ich das Buddhistische Zentrum kennengelernt und sie haben mich eingeladen und dann habe ich auch dann angefangen für die Buddhisten auch hier zu arbeiten. So bin ich eigentlich hier, bin ich dann geblieben und habe ich dann Zwischenzeit ja, viele Menschen getroffen. Mein Leben habe ich tausende Menschen getroffen. Ganz sicher. Verschiedene der Länder, ja, hier in Europa, in Afrika, in Australien, in Amerika und alle Kontinenten. Ja. Ich habe dann viele Menschen getroffen, kennengelernt, und sie haben mich eingeladen und alle möglichen Dinge. Und wenn ich das wirklich so denke, in einem so einem einfachen Dorf geboren und so ein einfaches Leben und dann plötzlich ein Sprung nach Europa und dann denke ich, wie könnte ich das alles schaffen? Wenn jemand mich fragt, wie hast du das alles geschafft? Meine Antwort ist, nur eine einzige Hilfe oder Mittel, das war die Lehre des Buddha. Sonst könnte ich nicht hier bleiben. Auch nicht so weit gehen. Ja? Wenn ich nur hier gearbeitet habe, dann habe ich eigentlich so ein Leben hier. Aber Aber war auch mal so ein Moment, wo erster Tag im Kloster und du willst wieder zurück, war das auch in Österreich, dass du gedacht hast, erster Tag in Österreich, du willst wieder zurück, oder hast du dich wohl gefühlt? nein, ich habe hier. Mein Studium habe ich gedacht, ich kann nicht so studieren, so schwer. Ist ja auch schwierig, dann diese ganze Ja, wissenschaftliche Literatur. Wahrscheinlich hast du in Englisch geschrieben, oder? Ist ja total Deutsch. in Deutsch, deutschsprachig. In Deutsch hast du das geschrieben, deine Diss. Okay, das ist ja extrem anspruchsvoll. ja, ich habe das Okay, geschrieben, in habe jemandem Deutsch. mir geholfen, alles korrigieren und alles. Es ist nicht so einfach. Nein, 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 nein. Ja. Nein, wirklich nicht. Ja. Und aber es ist okay. Ja. Weißt du dann, wenn jemand wirklich. Wenn ihr wirklich dann etwas machen möchtet, ja, Ja, dann hat dann es ja können wir eine, das alles genau. schaffen. Es gibt nichts wirklich auf der Welt, das ich nicht schaffen kann. Die Tibeter haben einen Ausdruck, der heißt Zöndü, und der wird immer übersetzt im Englischen mit Effort. Und ein guter Dolmetscher hat es übersetzt mit joyful effort, also Ja, freudvoller joyful, Anstrengung. Und das ist eine gute Übersetzung. Thupten Jinpa heißt der ja. Übersetzer, also freudvolle Anstrengung Ja, ist doch das gut. müssen wir auch. Weißt du, wir müssen nicht uns bemühen, etwas zu erreichen. Wir sollen uns bemühen, unsere Freude zu erweitern. Weißt du? Das ist nicht etwas erreichen und leidvoll Leben führen. Ja? Das heißt, wenn jemand sagt, Studium machen, dann muss man sagen, ich habe große Freude. Natürlich. Durch dieses Studium werde ich meine Freude ja, vergrößern. Und wenn jemand sagt, ich bin alleine, ich will mit jemandem zusammenleben, muss immer denken, dann werde ich meine Freude erweitern. Wenn ich Geld verdiene, ist nicht, weißt du, wenn jemand studiert, nach dem Studium leiden muss, ja, dann warum habe ich Wozu, studiert? ja klar. Wenn jemand alleine ist, dann wenn jemand findet, heiratet, ja, nachher leiden, warum? Warum habe ich das getan? Ja? Und auch so, wenn jemand Geld verdient und dann nachher leiden muss, warum habe ich das getan? Viel besser, ich tue etwas. Mein Ziel, mein Zweck und Ziel ist nur, meine Freude zu erweitern. Ich habe vorher, als ich reingekommen bin, hier stehen ja alle möglichen Weisheiten und wichtige buddhistische Dinge hin. Und ich mag diese vier Qualitäten: Liebe, Freude, Gleichmut und Mitgefühl. Die stehen da auch. Das sind schon schöne Qualitäten, in denen man sich, die sind Was da die rechts Menschen, unten. manche Menschen entwickeln sollen, Ja, was ja. sich entwickeln sollen. Schön, oder? Ja. Entfalten, das ist dann die Güte, liebende Güte.
und mitfühlenden Herz, ja, Ja. auch dann mit Freude Ja. und das Ja. Gelassenheit, Und diese vier Gleichmut. Qualitäten sozusagen gleichwertig, oder? Das eine Ja, bedingt das andere. es ist zusammenhängend, Ja. weißt du? Und diese Eigenschaften, diese Qualitäten sind eigentlich das Grundprinzip des Menschen. Ja. Ohne diese Qualitäten wird niemand ein Mensch. Ja. Umgekehrt gesagt, wenn Sie diese Eigenschaften nicht haben, Sie sind keine Menschen mehr. Wirklich, findest du? Ja. Weißt du dann, Sie haben nur einen menschlichen Körper, Ja. aber Sie sind keine Ja, Menschen. ja. Der Menschsein bedeutet, Ja. dass die Menschen mit der Liebe, Das ist eher ein Mitgefühl, ja. mit Freude Ja. und Gelassenheit Ja, diese ja, ja, Eigenschaften ja. haben. Wenn jemand nicht hat, weißt du, das Beispiel, manche Menschen verlieren diese. Eben. Was tun sie? Ja. Millionen Menschen umbringen. Ja. Der Mensch ist nicht geboren, einen Ja. Mensch zu töten. Ja, sicher nicht, ja. Wenn jemand aber als Mensch geboren, Ja. dieser Mensch einen anderen Mensch tötet, er Ja. ist kein Mensch mehr. Wobei ich habe die, das ist ein interessantes Thema, ich habe einen tibetischen Lehrer gehabt in Nepal, der übersetzt hat auch und der hat mir immer Anekdoten erzählt, weil durch Anekdoten lernt man am meisten, ja. Und der hat gesagt, wenn du auf einem Schiff ein Mensch ist, der 500 Menschen töten dürfte, hat er gemeint, Buddha würde sagen, du darfst diesen Mensch töten, um die 499 zu retten. Also komplexes Thema natürlich, ja, aber. Ja, das ist ganz andere Ja. Sachen, weißt du. Allgemein sage ich, wenn jemand wirklich, Tiere auch, ja, das ist nichts, aber ein Mensch ein Tier umbringt, kann man Ja. sagen, ich töte dieses Tier, weil ich es essen möchte. Ja. Wenn jemand ein Mensch tötet, Ja. sage ich, warum tue ich das? Natürlich. Willst du dann essen? Ja. Weißt du, wenn du ein Schwein Ja. tötet, umbringt, ja, Ja. kannst du sagen, warum hast du das getan? Ja. Weil ich es essen Ja. möchte. Ich habe das so gelernt, ein bisschen im sozusagen im tibetischen buddhistischen Kontext, weil die sind ja nicht per se vegetarisch, die Ja, Tibeter. ja. Und da gibt es diese Idee, dass wenn eine Tat schlecht ist, dann, oder wenn sie gut ist, also du brauchst erst einen Plan, okay, hier ist, weiß ich nicht, ein Schwein, also es ist ein Schwein, dann hast du den Plan, das Schwein zu töten, dann tötest du das Schwein und nachher freust du dich, das Schwein getötet zu haben. Dann ist es nicht so gut, wie wenn du sagst, okay, ich bedanke mich beim Schwein. Also man findet solche sozusagen Kompromisse, Das ist ja. der Zurückgeben. Ja. Ja. Weil die Weißt Dankbarkeit, du? über die Ja, würde ich dann eh ja, gerne mit ja, dir reden, ja. weil Dankbarkeit ist irgendwie ein. Dankbarkeit, ja, weißt du, dass diesen Thema, diesen Eigenschaften, Ja, menschliche ja. Eigenschaften, ja. Und was wir heute auch, in diesem Land auch, Ja. was wir immer dann im Gespräch haben, jetzt im Moment, ja, Ja. verschiedene Bereichen, Ja. ist nicht der Fehler von Menschen. Ja. Nicht der Fehler von Menschen, Ja. in diesen Menschen fehlen etwas. Ja. Weißt du, Ja. es ist nicht der Fehler von diesen Ja. Menschen, Ja. in diesen Menschen Ja. fehlen Ja. etwas. Ja. Was? Das Liebe, Wesentliche. Ja. Mitgefühl, Mitfreude und Ja. Gelassenheit. Ja. Und was verlieren sie eigentlich? Ja. Sie verlieren das Menschsein. Ja. Wenn diese Menschen irgendwann dieses verlierende Verlust Ja. mehr und mehr werden, Ja. mehr und mehr werden, Ja. dass sie diese Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit, Ja. wenn sie weniger, weniger, weniger irgendwann total weg ist, Ja. dann führen sie Krieg. Ja. Ich hätte Das ist eh die Gefahr. ja. Deshalb sollen die Menschen sagen, was du wirklich im Moment durch deine Arbeit, was dir wirklich tut, du verlierst diese Ja, Eigenschaften. ja. Am Ende, du führst einen Krieg. Ja. Hör auf das bitte. Ja. Ja? Wir sind nicht der Gegner. Ja. Sie sind nicht der Feinde von uns. Ja? Sie werden irgendwann sehr unheilsames zur Welt bringen. Ja.
Deshalb, jetzt müssen wir es klar machen. Nicht dagegen sprechen. Ja. Sie sind Nein, keine Gegner. ich finde das immer einen guten Punkt, wenn du verschiedene Meinungen hast. Die eigenen positiven Dinge hervorzuheben, ist sinnvoll. Die schlechten Sachen zu kritisieren, Ja, viel ja, weniger ja, ja, sinnvoller. ja. In jedem. Ich wollte, das habe ich irgendwie auf meinem gedanklichen Zettel gehabt. Ich wollte dich fragen, brauchen wir als Mensch, also jetzt gar nicht Buddhismus, sondern Religion per se? Und wenn, wofür? War das schon vorher ein bisschen die Antwort? Weißt du, Religionen, warum sind die Religionen entstanden? Ja. Weil die Menschen wirklich erstens unzufrieden sind, Ja. weil sie leiden. Ja. Leiden, Unzufriedenheit zu überwinden, zu beseitigen, zu Ja. überwinden, Ja. sind die Religionen entstanden. Ja. Wenn die Menschen wirklich mit einer Religion leiden und unzufrieden sind, Dann ist es keine warum gute brauchen wir das Religion. Religion? Ja. Und deshalb, und auch andererseits, wenn die Menschen glücklich sind, zufrieden sind, warum brauchen Brauchst wir doch eine keine Religion? Religion, oder? Genau. Ja, Ja. deshalb, Religion ist nur ein Mittel, Ja. Unglück, Ja. Unzufriedenheit, Ja. Leiden zu überwinden. Ja. Wenn das wirklich nicht, wenn wir schaffen, dann Ja. brauchen wir diese Religion nicht. Ja. Ja, und deshalb ist der Religion ist nur Religionen sind nur Vehikel. Ja. Ich habe das sehr mögen in dem Gespräch mit Peter Riegel. Er hat dich gefragt, ob du glaubst. Und dann hast du wirklich überlegt, und dann hast du als Antwort gegeben, ich glaube nicht so per se, was in Texten steht, sondern ich glaube an das, was ich erfahren habe. Und das habe ich eine wirklich schöne Antwort gefunden. Ja, weißt du, man muss man auch das aufpassen, ein bisschen aufpassen, was man erfährt. Ja. Erfahrung muss nicht unbedingt positiv sein. Natürlich nicht, ja. Ja? Erfahrung, wir sollen nicht nach unseren Erfahrungen immer gehen. Ja. Wir müssen auch Erfahrungen mit Weisheit verbinden. Ja. Weißt du? Ja. Das ist unsere Ja, Aufgabe. sowieso. Ja, deshalb ist dann, man kann sagen, ich habe meditiert, ich habe etwas erfahren. Ja. Das muss nicht alles dann richtig Ja. und heilsam sein. Ja. Aber es kann ja, also ich habe dieses Good Day, Good Teaching, not Good Day, Bad Day, Good Teaching. Also Ja. es kann ja auch eine schlechte Erfahrung, Ja. eine konstruktive Ja. Folge dann haben, ja. Und deshalb ist das immer, wir sollen immer, wir brauchen eigentlich eine gute Lehre. Ja. 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 Gute Lehre Ja. ist eigentlich die heilsame Weg zeigende Lehre. Ja. Ja? Und deshalb, eigene Erfahrung können wir ohne Religionen schaffen. Ja. Aber diese Erfahrungen, ob das wirklich heilsam oder unheilsam, so Ja. entscheidend braucht Ja. eine Religion. Ja. Okay. Ja? Und wenn eine Religion wirklich neutral, Ja. ja, ohne Glaube, Ja. ohne irgendeine Wünsche und Erwartungen, Ja. wenn sie etwas wirklich vermitteln können, Ja. die Religionen, Ja. das Ja. sind die richtige Ja. Religion. Ja. Das ist fast sozusagen der mystische Weg, so ungefähr. Ja, 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 ja. ja, ja. Du hast jetzt eine Definition für einen Lehrer gebracht. Ein guter Lehrer ist einer, der einem den heilsamen Weg zeigt. Ja. Kannst du sonst noch Definitionen für einen guten Lehrer? Guter Lehrer muss ein edler Freund sein. Ja. Weißt du? Ja. Ein guter Lehrer ist immer für mich Wirklichkeit, Zeit hat, Ja. auch immer mehr den Raum schafft. Ja. Ja? Und damit beim Lehrer oder bei der Lehrerin finde ich eigentlich einen Raum, Ja. einen mit der Freiheit verbundenen Raum. Ja. Ja? Ich bin nicht abhängig. Ja. Eine gute Lehre macht die Menschen nicht abhängig. Ja. Ja? Sie geben immer die Freiheit. Ja. Freiheit, aber mit heilsamen Wirkungen. Ja. Heilsame Wirkungen heißt eigentlich das Herz heilende. Ja. Die sollen eigentlich mein Herz heilen. Ja. Ja, seine Erklärungen. Ja. Ja. Ich habe die Person nicht gekannt und ich weiß leider den Namen nicht. Aber heuer im August ist einer der nahestehenden Lehrer. Lehrer verstorben. Ja.
Das ist sehr interessant. Das war ein Lehrer für mich. Dazu, das war der eigentlich der letzte Lehrer von meinem Leben. Ja. Und ich wollte ihn im November, ich fliege nach Sri Lanka, wollte ich ihn sehen. Ich habe auch vor seinem Tod, eine Woche vor seinem Tod, habe ich mit ihm gesprochen. Er hat mich gefragt, wann ich komme. Und ich habe gesagt, ja, ich komme im November. Ja, er hat gesagt, ja, er freut sich sehr. Und ich habe gesagt, ich freue mich auch. Und so gesprochen. Und dann, er hat dann Nierenprobleme gehabt. Und er ist dann schon gestorben für einen Monat. Und diesen Tag, er musste immer diese Dialyse. Dialyse, ja, das machen. Und dann, an diesem Tag, hat er gesagt, ich möchte heute nicht dorthin gehen, Spital. Er war also okay. Er hat gelacht und alles. Er hat gesagt, nein, ich gehe heute nicht dorthin. Und dann ist dann er gesagt, ich möchte ein bisschen da liegen. Und dann ist dann, ja, die Mönche haben gesagt, gut. Dann einige Stunden später wieder aufgewacht und dann hat er gesagt, ich will da sitzen. Ja, sitzen, dann hat er schon gesprochen. Und dann war das eine Nonne, eine ältere Nonne ist gekommen. Und er hat gesagt, ich gehe heute nicht. Ich werde 8:20 Uhr die Welt verlassen. Hat er gesagt. Er hat gesagt. Es gibt auch ein Video, das hat er gesagt. Und dann ist der Nonne ist gekommen und gesagt, ja, sie weiß das genau, was ich sage jetzt. Und sie hat sonst gelächelt. Und dann hat der dann, das wirklich 8 Uhr, so ungefähr 16, 17, hat er gesagt, in 3 Minuten, Er hat es auf die Minute genau. ja, genau Minute. 8:17 Uhr hat er gesagt, Wirklich. jetzt in 20, 8:20 Uhr, in 3 Minuten werde ich dann mein Leben beenden. Und dann, die Mönche haben angefangen zu rezitieren. Dann hat er wieder noch einmal Augen geöffnet, hat er gefragt, soll ich den Augen öffnen oder öffnen halten oder Augen schließen? Er hat gesagt, ist besser, dass ich das Augen schließe. Und dann ist das wirklich, das sieht man auch, schließen und dann einfach sehr friedlich ist dann nur der Mund aufgemacht, so, den Tod. Ja? Und dann, es ist sehr schön gesprochen, weißt du. Es gibt auch die Nyanaponika macht er. Das ist ja unsere Sendung, er ist ein deutscher Mönch. Er hat auch das gesagt. Er hat seinen Tod als vorher gesagt, heute Abend werde ich sterben. Und dann ist er genau diesen Abend ist er gestorben. Und dann ist das interessant, ist, das war dann seine Feuerbestattung. Weißt du, wir machen sehr schön eine Stelle und dann ist der Leichen verbrennen. Weißt du, das, ich kann dir zeigen später. Du kannst nicht vorstellen, dieser, seinen Leiche, das brennt jetzt, dass der Rauch rausgekommen, ja, sein Bild, sehr schön gemacht, dann ist das verschwunden. Ja. Das kann man so gut sehen, dass ist der Bild, das ist ein, wirklich sein Foto, das macht den Rauch. Ja? Und so ist das in der gestorben. Und bis und so, immer jeder Mensch soll wirklich an die drei Dinge denken. Erst ist dann Geburt. Jeder Mensch soll dann daran denken. Geburt. Wir wissen nicht, wie wir das wirklich das erlebt haben. Wir wissen das nicht. Aber Geburt ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Ereignis unseres Lebens. Ja? Und deshalb ist wichtig für unser Leben. Wir haben eine Geburt.
ersten die fünf Sinne gut funktionieren. Mit Leben verbundenes Gehirn, Denken, gut funktioniert. Ja. Wie wir das anwenden, ist eine andere Sache. Verwenden, das ist eine andere Sache. Aber wir können gut denken. Sogar können wir, wenn wir wirklich richtig und gut praktizieren, wir können heiliger werden. Diese Möglichkeit gibt unserem Gehirn. Ja? Dieses Gehirn ist so bereit, dir dann Erleuchtung zu schenken, dass du heilig zu werden. Augen, wir haben eine Geburt, ein wunderschönes Jahr, alles können wir sehen. Ja? Nase, können wir ein- und ausatmen, können wir da riechen. Zunge, jede Art von der Geschmack, das spürt das. Ja. Ohren, alle Töne hören. Haut, alles spüren. Kälte, Wärme, angenehme, unangenehme, alles. Und so haben wir eigentlich so eine schöne Wiedergeburt. Daran müssen wir immer denken. Wir sollen uns dankbar sein. Ja. Ja? Es ist nicht von jemandem. Wir sollen nicht denken, dass jemand, unsere Eltern haben dieses Leben nicht gegeben. Ja. Was haben die gemacht? Eltern haben nur einen materiellen Körper geschafft. Ja. Ja? Auch nicht sein Gehirn gegeben. Auch nicht Augen gegeben. Ja. Ja? Natürlich ist der Mutter und Vater zusammengekommen. Ja? Und dann ist ein Wesen entstanden. In der tibetischen Medizin gibt ein eigenes Kapitel über Embryologie. Und da wird genau gesagt, was es braucht, damit ein Leben entsteht. Ja. Und die sagen, die weiße Essenz des Mannes, so heißt es, die rote Essenz der Frau, ja. Die fünf Elemente, ja. Die Verbindung von all denen und das Bewusstsein. Gandabha. Genau. Ja. Und wenn die zusammenkommen, ja. Dann. Bardo. Genau. Ja. Das kommt rein. Ja. Ja. Und diese ist auch, das gehört uns nicht. Ja. Das ist eigentlich eine Strömung von der karmischen. Karma von letztes Leben. Du redest jetzt vom Bewusstsein. Ja, Bewusstsein, ja. Karmischer. Ja. Karmischer, ja. Das sind die Strömungen, ja, das ist das, ja. Ja. Das kommt rein. Ja. Und wir sollen uns wirklich, wenn wir an unsere Geburt denken, wir sollen uns sehr, sehr freuen. Ich war kein schlechter Mensch in letztes Leben. Ja. Sonst wärst du nicht das Mensch gekommen. Genau. Ja. Mensch, okay, ja. Aber so alles, ja. Ja. Wir haben das. Ja, ja. Ich habe nicht etwas. Gibt es im Theravada-Buddhismus auch die sechs Daseinsbereiche, Götter, Halbgötter, Menschen? Ja, ja, ja. Gibt ja, es das gleich? Ja, ja. Tiere und so weiter, ja, ja, ja. Geister. Hunger. Und dann ist das, wir sollen sagen, oh, ich bin sehr dankbar. Ich habe letztes Leben gute Dinge gemacht. Ja? Und dann auch viele Dinge geübt. Habe ich es geübt. Deshalb, ich muss nicht verhungern. Ja. Ich habe Essen. Ja. Ich brauche nicht irgendwie dann über Nacht bleiben. Ich habe Kleidung. Ja. Ich brauche nicht auf der Straße leben. Ich habe ein Haus. Alles ist nicht von jemandem. Ja, ja. Das alles ist eigentlich der Wirkung von meiner Karma. Ja, ja. Letztes Leben und diesen Leben. Ja, ja. Beides. Ja. Karma ist die Handlungen. Ja, ja. Ich habe sehr viele gute Dinge gemacht, deshalb kann ich so das leben. Das ist so interessant. In der tibetischen Sprache heißt das Wort für Karma heißt Le. Und das habe ich 1000-mal gelernt. Und nach 10 Jahren war ein tibetischer Mönch, der hat mir erst erklärt, dass Le ein Verb ist und das heißt tun. Handeln, tun. Ja, ja. Und ich meine, wie brillant ist das? Ja. Ja, ja. Mit Körper, Rede, Geist, ja, klar, verschiedene Ebenen. Ja. Aber wenn man das nochmal wirklich kapiert, ja. Dann, das hat tun. Eine Schönheit. Ja. 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 Tun. Und dann ist das den Zweiten, wir sollen auch an unser Leben denken. Ja. Kindheit okay. Bis jetzt. Okay. Und der dritte Punkt wird eh der Tod sein, ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ja. Das weißt du, dann ist es kommt so. Ja. Da muss man denken, ich könnte in die Schule gehen. Ja. Meine Eltern haben mir so viel geholfen. Ja. Ja? Im tibetischen Ding
Gibt es Leiden, an die man denkt? Das Leid der Geburt, das Leid des Lebens, das Leid der Krankheit und das Leid des Todes. Also die haben noch die Krankheit drinnen, wo man dran denkt. Das ist das so. Ich habe dann, weißt du, das ist dann Leben. Ja. Leben habe ich dann in der Schule gegangen, Universität oder der Fachschule oder irgendwo gelernt und alles habe ich das gemacht. Ich bin sehr froh. Ich bin auch dankbar, dass ich das machen könnte. Und der nächste ist eigentlich, dazwischen habe ich auch eine, was ich als negative bezeichne, ja. Krankheiten, ja, habe ja. ich auch gehabt. Ja. Aber die Krankheiten haben mir wirklich unterrichtet, wie wichtig ist die Gesundheit. Du hast in einem Vortrag, den ich mir angehört habe, gesagt, dass Krankheit die perfekte Methode ist, um sich in Dankbarkeit zu üben. Und das ist ein schöner Punkt natürlich, ja? Nämlich dankbar für die Dinge, die gehen, oder habe ich es richtig so verstanden? Für das, was alles gut gegangen ist und geht. Ja, ist ja auch alles, weißt du, das Wichtigste krank werden, wie wichtig ist die Gesundheit. Ja, obwohl der Gesundheit nichts gibt. Es gibt keine Gesundheit. Es gibt nirgendwo Gesundheit. Sehe ich auch so. Ja. Also, ich meine, wir sind alle der Veränderung unterworfen. Ja, nein. Gesundheit heißt, weißt du, wenn jemand fragt, definiere bitte Gesundheit. Schwierig. Wir würden sagen, Ton, er sagt, ich bin nicht mehr krank. Ja. Das heißt, nicht mehr krank sein ist der Gesund. Wobei gesund, wenn ich jetzt, für mich ist Gesundheit, also über Weisheit würde ich gerne noch mit dir plaudern. Ja, das ist die Befreiung. Genau, und dann halt vielleicht friedvoll, gleichmütig, ja, liebevoll. Das ist schon geistige das ist Gesundheit. Befreiung. Ja. Ja, Befreiung. Ja. Und so ist auch, ich bin krank geworden, ich habe Medikamente gehabt, ich habe das überwunden, ich habe schon gelernt, wie wichtig ist die Gesundheit? Erkannt. Weißt du? Ohne diese Krankheiten kann ich nicht die Wichtigkeit der Gesundheit erkennen. Ich bin sehr dankbar, dass ich krank geworden bin. Ja? Und ich habe auch bis jetzt keine karmische Krankheiten. Unheilbare Krankheiten habe ich noch nicht. Aber es ist keine Garantie, dass ich nichts kriege. Weiß man nicht, kann jederzeit. Dass jederzeit kann kommen, aber ich bin auch dann bereit. Das anzunehmen. Ja. Und der nächste kommt eigentlich alt werden. Ja. Alt werden, ich bin auch dankbar, dass ich so geworden bin. Ich bin alt geworden, aber es gibt dreiartige Menschen. Ein Mensch ist, er wird sehr lange leben, aber überhaupt keine guten Eigenschaften. Es ist schade, dieses Altwerden. Manche Menschen, sie werden nicht alt, gewisse alte Reise, sie sterben. Schade, weil sie gute Eigenschaften haben. Ja. Manche Menschen leben sehr lang, alt werden, aber mit guten Eigenschaften. Ja. Dieser Mensch ist der beste gelungen. Mensch der Welt. Ja. Ich bin auch so geworden. Ich bin sehr froh. Weißt du? Ich bin alt geworden. Dieses Altwerden ist für mich kein Hindernis, kein Leitfaktor. Ich bin sehr froh. Ich bin mit guten Eigenschaften alt geworden. Ja? Es ist so, dieses Altwerden ist für mich ein Geschenk. Ja? Weil ich mit guten Eigenschaften alt geworden bin. Ja? Altwerden ist auch kein Problem. Ich bin sehr dankbar. Und dann kommt dann der Tod. Tod ist eigentlich ist noch nicht gekommen. Wir wissen das nicht. Aber wir wissen nicht, wann der Tod kommt. Wir wissen nicht. Aber wir wissen, dass er kommt. Und wann, wissen wir nicht. Und dann ist eigentlich, Tod ist jeden Moment ist okay. Ich bin bereit. Weil ich mit guten Eigenschaften so gelebt habe oder lebe. Und jetzt weiß ich das genau. Ich habe nichts eigentlich, ich habe alles, was ich tun sollte, habe ich getan. Und ich habe nicht irgendetwas so anhaftend.
und jede Zeit kann ich dann sterben. Ja. Man muss aber lernen. Ja. Ich habe eine Tochter. Ich habe noch da zu sein. Also für mich ist es anders. Ich würde jetzt noch nicht gehen wollen, ne? Ja, aber das ist das Gehen wollen oder gehen ist zwei. Natürlich. Weißt du? Gehen ist eigentlich ohne Subjekt. Das heißt, Ja. gehen wollen Ja, ist mit ja, Subjekt. ja, Ja? ja. Du willst nicht. Ja. Aber gehen, der Natürlich. Tod. Ja, klar. Tod Das ist geht. dann, ja. Ja? Und deshalb ist kein Thema ist das. Wir müssen. Natürlich, wir haben Bindungen, denn Ja. Verbindungen, ja. Ich frage das, meistens ist es meine letzte Frage des Podcasts, aber es wird uns was anderes auch einfallen, aber hast du, wenn du dir wünschen könntest, wie du sterben möchtest, das ist so ähnlich wie dein Lehrer, also mit ein paar Menschen um dich herum, und also hast du Wunschvorstellungen an dein Sterben? Ja, ich möchte gerne. Erstens, ich möchte nie in einem Raum vier Wänden sterben. Okay. Oben ein Dach möchte ich nicht. Ja. Ich möchte eine freie, keine Wände, kein Dach. Alles das Horizont muss dann breit sein. Wow, ja. Ja, das kann dann unter einem Baum sein, Ja. draußen sein. Schön, Ich möchte das sterben. ja. Unendlichkeit sehen, Ja. Ja, möchte ich dann ja. sterben. Ja, Ja? Erste. ja. In Sri Lanka ist es, schaffst du das. Ja. In Österreich muss man es sagen, schwieriger. Ja, das ist das. Ja. Und zweitens, ich möchte, wenn das wirklich möglich ist, in Sri Lanka ist möglich, hier ist ein bisschen schwieriger, und innerhalb in 24 Stunden, denn mein Leiche soll verschwinden. Das heißt, Asche Ja, oder ja, Erde kommt ja. nicht, weil ich will keine unter der Erde sein. Verbrannt. Ich werde dann Asche werden. Ja, Das ist ja. das, ja. Eh nur von 24 Stunden. 24 Stunden. Ja, Ja? warum? Weil ich das. Wozu braucht diese Leiche das noch? Ja. Es ist schon tot. Die Tibeter verbrennen ja auch, also per se Leichen werden zerhackt und den Geiern Ja. gewidmet. Teilweise werden Lehrer auch verbrannt. Aber zu astrologisch glücksverheißenden Tagen, also da wird immer gerechnet, teilweise wartet man dann 10, 14 Tage. Ja. Aber es ist in Sri Lanka auch. Aber mein Wunsch ist Ja, das. ja. Ich möchte nicht, dass sie das so. Innerhalb 24 Stunden Ja. soll das fertig Ja, werden. ja. Und das nächste ist, es ist Wirklichkeit, niemand soll das wissen. Mein Wunsch. Ja. Okay, Ja, dann. ich meine, wenn Ja, jemand klar. bei mit Ja, mir ja. ist, das ist Ja, das ja. Ton. Ja. Sie sollen alles dann, wenn das wirklich fertig ist, soll dann nur schreiben, der ist schon tot. Ja, ja, ja. Ist beendet Ja, alles. ja. Ja? Und dann, nächste ist, ich möchte keine Zeremonie. Ja. Ich brauche keine Zeremonie. Ja. Ich wünsche das nicht. Ja. Ja? Es gibt keine Todesmesse oder so Ja, etwas. Ich habe keine. Ich will keine. Ja? Alles, was wir wirklich tun, habe ich getan. Ich brauche nicht nach dem Tod. Das alles ist dann, die Zeremonie machen sie nur die Leiche, ja. Er erlebt nichts. Das ist sinnlos. Sinnlose Zeremonien sind die. Weißt du, wenn jemand gestorben ist, wozu ist das? Ich meine, sie können schon in einem Meditationsraum sitzen, meditieren. Aber die Leiche so stellen, sie machen Zeremonie. Wozu? Der Mensch ist nicht da. Das wird gar nicht so leicht sein für deine. Ich war bei deinem 50. Geburtstag, das war eine große Zeremonie. Ja, ich meine, das kommt noch. Wenn du Zeremonie machen möchtest, mach die jetzt, aber nicht nach dem Tod. Ja? Wenn jemand zu mir kommen möchte, komm bitte jetzt, Natürlich. aber nicht nach dem Tod. Ja. Ja? Es gibt auch in Tagore ein Lied. Wir haben das geschrieben auch diesen Mal. Ich habe nächsten Monat einen Vortrag, das ist eine menschliche Beziehung. Ja, und das ist das, weißt du, wenn ich wirklich dann, der Tagore schreibt, wenn du mir eine, nach dem Tod, da brauchst du nicht die Blumen bringen. Wenn du eine Blume geben möchtest, gib die Jetzt jetzt. natürlich, Ja, ja. wenn du dann nicht nach dem Tod das alles loben und das alles reden. Ja.
Jetzt redest du mit mir Ich habe jetzt. gerade einen Podcast gehört, einen sehr guten über Palliativmedizin, den ich sehr schätze. Und da ist eine Medizinerin und die wird gefragt, wie sie gerne sterben wollte. Und dann sagt sie, ja, sie würde es gerne wissen und Zeit haben, um nochmal mit allen Menschen, die nahestehen, Sachen zu besprechen. Und das ist schön. Aber ich habe mir auch gedacht, das hätte sie doch schon vorher machen können. Also, Ja, das ist so, da bin ich. alles, was wir sprechen müssen, wollen wir das fertig sprechen. Toten Moment Ja. möchte ich nur Unendlichkeit sehen, nur nicht denken, nur das ist der Raum, unendlicher Raum. Ja. Ja, das möchte ich erfahren. Ja. Mit diesem will ich sterben. Ja. Schläfst du manchmal im Freien? Machst du das manchmal, dass du Ja, das ja, machst du? ja, ja. Okay. In Sri Lanka machen wir sehr Okay, oft, wirklich, okay. ja. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, weißt Natürlich, du? Das natürlich. ist so, der Himmel ist unendlich. Ja. Himmel ist nichts anderes, das Himmel heißt Leerheit. Ja. Das heißt Ja, leer, deshalb ja, ist das, ja. ja, ja. Und dann, das ist dann, Ah, ihr habt ein Wort, das Himmel heißt, das auch Leerheit heißt. ja, Himmel ist leer. Okay, ja, aber ihr habt nicht das gleiche Wort, aber Nein, es nein, ist nein, nicht nein, so nein, eine nein. Nähe. Ja. Akasha, Sohn, ein bisschen. Akasha ist Sohn, Ja. der freie Raum. Ja. Avakasha, das heißt, das ist, das sagen wir immer, da ist Avakasha. Ja. Weil wir im Tibetischen, glaube ich, heißt Leerheit Dongpani und das heißt aber auch abhängiges Entstehen, also eine ganz andere, also das hat eine andere Konnotation. Aber Akasha, Ja. wenn du, ich werde das schauen, was der Himmel heißt, Ja. muss auch eine Bedeutung sein, leer. Okay, sehr Ja, schön, ne? Ja. Leerheit. Ja, Akasha ist leer. unendlich, ja. Unendliche Leerheit. Ja. Ja? Und Leerheit, Akasha. Ja. Und das ist hier auch Akasha. Ja, Weißt Himmel. du, der Himmel ist hier Ja, Akasha. ja, ja. Und so ist das eigentlich dann, was ich wirklich wünsche. Mein Tod soll so wirklich geschehen. Das Ja, ist ja. dann, ich möchte auch, wenn ich gehen möchte, Ja. wenn ich gehen muss, Ja. ich bin bereit Ja, zu ja, gehen. ja. Ja? Ich werde nicht sagen, ich möchte noch einige Minuten bleiben. Ja, Nein, ja. wenn ich gehen muss, gehe ich gerne. Ja. Das ist mein Wunsch, ja. Ja. Danke. Also das im Freien, ich habe jetzt schon ein paar Menschen gefragt, wie sie sterben wollten, ja, aber das ist im Freien hat wirklich noch niemand, was eigentlich total schön ist. Ja. Wenn alle Menschen tot sterben können, Ja. sie haben keine Anhaftung, Ja, weißt ja, du? ja. Mit Unendlichkeit. Ja. Da in der Himmelwesen gibt es nichts Ja, anzuhaften. ja, ja. Ja, du siehst nur alles, der Horizont ist so weit und Ja, ja, breit und ja, alles. Du ja. kannst, wunderschön tot Himmel ist ist das. fantastisch, ja klar. Wow. Ja. Ja. Und dann wird dein Geist wird immer voll von dann dieser Ja, Unendlichkeit, weißt ja. du? Dann ist sehr schön. Ja. Und du fährst jetzt im November wieder nach Sri Lanka Ja, ich und fliege wirst auch am. im Freien wieder übernachten. Ja, ich hoffe, mache ich Aber das ist das ja dann Mittag. wie so eine indirekte Vorbereitung auf den Nein, Todesprozess, oder nein, nein, hast das du gar wird nicht im nicht. Kopf? Aber ich mache das dann zwischen den Bäumen Ja. eine Hängematte Ja. und dann Mittagpause mache ich so. Super, Das ist super. sehr schön. Ja. Das ist sehr schön, ja. Ja. Und lange habe ich das nicht gemacht. Und ich ist das auch. Ab und zu mache ich das. Ja, Das ist ja, sehr schön, ist ja, das. ja. Gut kann man gut schlafen. Ja, ganz sicher. Ich habe noch zwei, drei Themen was ich gerne mit dir besprechen würde. Weil das ist schon fein, wenn ich das kurz ansprechen darf. Interreligiöser Dialog, den du ja wirklich sozusagen, gerade Christentum, Buddhismus, was braucht es für einen guten interreligiösen Dialog? Es hat mal ein sehr guter tibetischer Mediziner, der in Japan studiert und der richtig klug ist, der hat richtige Punkte aufgezählt. Und der hat gemeint, sich gegenseitig respektieren ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen ist wichtig, zuhören ist wichtig, gemeinsame Ziele zu haben ist wichtig. Da ist es mir um den gar nicht zu interreligiösen, sondern um den Dialog zwischen den verschiedenen Medizinsystemen gegangen. Aber welche Punkte sind dir wichtig im interreligiösen Dialog? Interreligiösen Dialog. Und wir reden immer, wie du gesagt hast, wir müssen dann einfach so
dann Zeit miteinander verbringen, hat er auch noch ja, gesagt. Zeit miteinander verbringen und Gespräch führen und tolerant sein, respektieren. Und alles ist auch wichtig. Das ist alles wichtig. Für mich ist für den interreligiösen Dialog der Wichtigste ist anders. Ich war neulich bei einer Sri Lankan-Familie eingeladen zum Mittagessen. Sie haben mir einen Taxi geschickt. Und der Taxifahrer wartete da unten. Wir sind die zwei Mönche, wir sind runtergegangen. Dann ist er uns angeschaut. Er war sehr erstaunt, so angeschaut. Und dann saßen und wir sitzen. Und hat er dann kurz angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, Sie wissen das, wohin wir fahren, ja, wohin. Ja, das weiß ich schon. Dann hat der mich gefragt, was machen Sie hier? Erste Frage. Na, erste Frage war da, woher kommen Sie? Ja, gesagt, wir kommen aus Sri Lanka. Oh, schön. Er hat schon gewusst, wo das Sri Lanka ist. Das ist gut. Und dann, ich habe ihn gefragt, woher er kommt. Er hat gesagt, ich komme aus Somalien. Somalia, ja. Und er hat mich gefragt, was für eine Religion ich habe, ein Buddhist. Na, er hat auch das schon gelesen, ein bisschen. Nicht so viel, aber Buddhist, ein Buddha, ja. Und dann, das ist so Fragen, was sie hier machen. Und das habe ich gesagt, ja. Wir machen so einfach die Meditation und so. Viele Dinge habe ich erzählt. Und dann hat er eine Frage gestellt, was glaubt ihr? Jetzt haben wir gesagt, ja, Glauben in dem Sinne haben wir nicht. Wir glauben nichts. Ja, und woher kommen alles? Jetzt haben wir gesagt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ist auch nicht für mich wichtig. Für mich ist wichtig, nicht woher wir herkommen, und sondern wo wir wirklich jetzt sind. Das ist wichtig für mich. Ja. Und dann hat er so alles erzählt. Dann habe ich gefragt, was seine Religion ist, was er hat. Er hat gesagt, Muslim. Muslime. Ist ja gut. Dann hat er gesagt, ja, Allah hat alles gemacht. Ich habe gesagt, das ist gut. Ich glaube das nicht, aber du glaubst, ist gut für dich. Ist ja nicht schlecht. Und dann haben wir so, er hat viel erzählt und dann hat er mich gefragt, was tut ihr eigentlich? Ich habe gesagt, hauptsächlich der Meditieren. Dann ist das Thema war der Meditation. Und ich habe gesagt, wie macht man das? Jetzt habe ich gesagt, so, wir brauchen ein Meditationsobjekt. Habe ich kurz erzählt an Anapanasati, das Einatmen, Ausatmen. Er hat dann interessant das gefunden und hat dann mich gefragt, kann ich auch meditieren? Ich habe gesagt, natürlich Natürlich. kannst du. Und dann, was soll ich machen? Soll ich auch atmen? Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht, das ist für mich, aber nicht für dich. Was soll ich machen? Er hat gesagt, du hast gesagt, dass du an Allah glaubst. Ja. Kannst du mir sagen, was ist für dich Allah für dich? Ja, Gottheit, das ist der große Gott und alles. Ich habe gesagt, gut, erklärt bitte. Gott ist ein Begriff, aber inhaltlich, was ist das? Er hat gesagt, ja, Liebe, Frieden. So einige Dinge erzählt. Ich habe gesagt, wunderschön, das ist gut. Dann habe ich ihm gesagt, nimmt Allah als Meditationsobjekt. Du kannst immer in der Früh einfach 10 Minuten an Allah denken. Allah, du hast gerade gesagt, Liebe und Frieden ist für dich Allah. Wiederholend sagst du das.
aller Liebe, Frieden, Freiheit. Immer wiederholen, sagt er. Ja. Und dann am Ende, Allah hat dir Frieden, Liebe, Zufriedenheit geschenkt. Da kannst du sehen, in deinem Herzen spürst du, sei dankbar, Allah hat mir Frieden, Liebe, alles geschenkt. Und schon gesagt, dann hat er mich angesagt, ich habe gesagt, wir haben dann du gesagt, dann, du, wir sind immer oder wir sind immer in die Moschee gegangen. Ja. Ich habe jeden Tag anders gemacht mit Allah. Ja. Ich habe neues Auto gewünscht, Geld, so viele Dinge. Ja. Erste Mal habe ich es wieder Allah richtig erkannt jetzt. Aber in dem Sinn wäre der interreligiöse Dialog gar nicht das Verbindende suchen, sondern die jeweiligen Menschen, die verschiedene Religionen haben, bestärken auf ihrem Weg und die schönen Qualitäten hervor. Ja, und da weißt du, dass ich dann, er hat mir gesagt, ich habe erst einmal wirklich dann Religion, Islam kennengelernt. Ich bin sehr dankbar, dass du mir das gesagt hast. Dann habe ich gesagt, wenn du weiter meditierst, wie du wirst ein Buddhist. Er hat gesagt, was? Ich habe gesagt, weißt du, Buddhist heißt mit der Erkenntnis verbunden. Ja, ja. Im Erkenntnis gibt es Liebe und Zufriedenheit und Frieden. Ja, ja. Ja? Dann wirst du auch ein Buddhist, aber nicht der Religion. Ja, ja. Ja? Er hat sich sehr gefreut. Er hat meine Hand so genommen. Das ist eine richtige Begegnung. Ja. Das ist der Religion, das war der interreligiöse Dialog. So sollen wir fangen. Und er hat wirklich gesagt, ich werde wirklich das tun. Ja, schön. Ja. Dann haben wir eigentlich dann Gesprächs. Ja. Jedes Mal, wenn er diese Übung macht, ach, der Mönch hat mir das gesagt. Ja. Dann haben wir Respekt. Ja. Nicht der religiöse Ebene. Ja. Wir haben eigentlich die edle Freundschaft. Ja, schön. Ja, so sollen wir machen. Ja. Ja. Wenn wir so machen können, dann haben wir wirklich überall schöne Verbindung. Ist schön, ja. Und dann haben wir kein Problem. Ja. Das habe ich nicht geplant. Ja. Das ist so im Auto so entstanden. Toll. Er hat sich sehr gefreut. Ja. Und er hat wirklich, er hat 100-mal gesagt, ich danke dir, ich danke dir. Stell dir vor. Ja, so eine Erleichterung. Ja, ja. Weißt du, ich habe nicht ihm gesagt, dass er seine Religion wechseln soll. Ja. Ja, ich habe wirklich, was ich gemacht habe, durch diese Übung habe ich eine Verbindung geschafft. Ja, wir sind jetzt gleich. Ja. Wenn er weiterhin praktiziert, wir sind gleich. Ja, schön, ja. Ja, dann haben wir kein Problem. Ja. Ja. Andere Dinge, über Respekt und alles, das ist eine künstliche. Ja. Künstliche irgendetwas. Nein, das ist ein Wir müssen Herzen verbinden. Ja. Interreligiöse Gespräche mit Herzenverbindung schaffen. Schön, ja. Ja. Und dann ist das Herzenverbindung zu schaffen, was wir Herzenqualitäten finden. Ja. Und so ist auch viele Menschen, es gibt kein, ich habe ihm gesagt, es gibt keine schlechten Menschen. Ich habe es so auch gesagt. Es gibt keine schlechten Menschen. Oh, er hat mich so angeschaut. Es gibt auch keine guten Menschen. Ja. Er hat so eine, was gibt denn? Ich habe gesagt, es gibt Menschen, die Wirklichkeit noch nicht guter gefunden haben. Wir bezeichnen diese Menschen schlecht. Aber einzig ist, sie haben noch nicht der Gute gesehen. Es gibt gute Menschen, aber sie sind eigentlich noch nicht gut geworden. Aber sie suchen der Gute. Muss ich fast erzählen, ich habe mit Professor Tutschek, das ist ein Musiktherapeut, einen Podcast aufgenommen und hat Forschung gemacht über Empathie. Sozusagen, ob zwei Menschen immer empathisch sein können, ob man das herstellen kann. Also er hat das wissenschaftlich erforscht. Und das Hauptargument ist, wenn du dir selbst gegenüber empathisch bist, dann kannst du es auch mit einem anderen sein. Ja. Und ich glaube, das ist für den interreligiösen Dialog wahrscheinlich auch. Also wenn du in dir ruhend etwas gefunden hast, dann kannst du dem anderen auch begegnen. Ja. Das ist, wir haben keine
Niemand hat eine Religion. Ja. Religion, wir, viele Leute haben eine Religion, das ist Schmuck. Ja. So eine. Ja. Ja? Weißt du, Schmuck hat keine Verbindung mit dem Körper. Ja, ja. Nur der Körper trägt das. Ja. Ja? Auch die Religion, als sie Schmuck nehmen, Ja. die tragen nur die Ja. Religion, aber sie haben nichts. Ja. Ja? Ja. Und Religion soll nicht dein Schmuck sein. Ja. Ja? Und Religion soll Wirklichkeit etwas wirklich so, dass sie mit dem Herz verbunden Ja, sein. ja, Und dann ist das gut. ja. Nun, viele Leute verwenden die Religion als Schmuck. Ja. Ja? Ja. Und oh, ich bin ein Christ. Ja, Ja. ich bin ein Christ. Klar, dann ist schon eine Ja, Distanz, wo man da so das im ist das Außen. so, ja. Ja. Und meine Mühe, wenn ich das wirklich hier Ja. tue, ich suche keine Buddhisten. Ja. Ja? Ich brauche keine Ja, Buddhisten. ja. Ich brauche eigentlich, wenn die Menschen überhaupt keine Religion haben, dann ist das Beste, was da gibt. Ja. Weißt du, die Religion meine ich das so, ein Schmuck. Ja. Als Schmuck nehmend, Ja. der Religion, also ich bin ein Christ, Ja. ich brauche diese Menschen nicht. Ja. Weißt du, wenn ich jemand wirklich sehe, es gibt auch sehr schöne Herzenqualitäten dieser Religion, ich möchte das wirklich innen erwecken. Ja, diese innere Qualitäten zu erwecken. Ja. Ja, ich bemühe mich, irgendeinem dieser Menschen zu helfen. Ja. Ja, wenn Sie das gefunden haben, Sie sind kein Christen, kein Buddhisten. Ja. Sie sind Wirklichkeit mit guten Eigenschaften. Sie sind Ja. ein Mensch mit guten Ja. Eigenschaften. Ja. Sie haben keine Religion. Ja. Ja? Religionen sind nur, wenn jemand das noch nicht gefunden hat. Ja. Ja? Und wenn jemand gefunden hat, Ja. Jesus Christus war Ja. kein Christ, Ja. Buddha war kein Ja. Buddhist. Und hast du schon öfter erlebt bei diesen interreligiösen Dialogen, dass das, wie soll ich sagen, geht das in Resonanz? Ja, es ist, ich bin nicht so gerne mit diesen Dingen, Ich glaube das, weil ja. diesen Gesprächen, jeder versucht immer, ihre eigenen Sachen zu. Eben, das, ich Das. kenne nämlich auch einige Podien, also Diskussionen, wo man rezitiert das, was man schon öfter erzählt hat, und es ist nicht so ein Aufeinander. Nein, das ist immer das. Die sind es noch mehr trennen. Schon geil. Ja? Und das ist das, meine Religion ist der Ja. Beste. Die bemühen sich immer, Ja. dass etwas ihre Religion ist. Ach, das ist der Beste. Ja. Du hast das nicht. Ja. Das zu zeigen, Ja. das ist keine. Wahrscheinlich sind so kleinere Rahmen, wie wir es jetzt haben, oder du mit dem Taxifahrer, so eins zu eins Ja. Begegnungen, die Das ein ist, guter brauchen wir, Rahmen. ja. Ja. Das brauchen wir Wirklichkeit, das ist eine menschliche Ja. Kontakte, Ja. aber nicht dann, was ist der Mit religiöse 50 Zuhörern. Textenkontakt. Jeder Text rezitiert, ja, und dann sagt er, zitiert, aha, Allah hat so gesagt, Jesus hat gesagt, Buddha hat es gesagt. Mir ist gleich, was der Buddha gesagt hat. Wenn ich das nicht übe, wozu? Das war eine so Diskussion in Linz. Ich war da eingeladen, ich gehe dorthin. Das war der heilige Texte-Thema. Nun habe ich gesagt, wir haben keine heiligen Texte. Ich habe gesagt, jedes ist eigentlich den religiösen Text. Wenn jemand übt, diese Texte sind heilig. Dann habe ich gesagt, wenn jemand nicht übt, Dann ist es. das ist genauso wie die Kronenzeitung. Ja. Nur Papier, Ja. kein Inhalt. Ja. Weißt du? Wenn der Bibel in Wirklichkeit nicht übt, Ja. was ist der Unterschied der Kronenzeitung und der Bibel? Ja. Nur der Papier. Ja. Aber Unterschied sehen wir nur, hier gibt es, in Kronenzeitung gibt es nicht zu üben. Ja. Information. Ja. Hier Gibt nicht der es. Information, es gibt auch so Sachen zu üben. Ja. Ja? Das ist nur Information. Ja. Kronenzeitung, Ja. nicht zu üben. Ja. Hier nicht der Information, Ja. sondern Fakten zu lernen, Ja. vertiefen. Ja. Und natürlich schöne Inhalte, die Ja, transformiert werden. wenn jemand das nicht tut, dann sage ich da gleich. Ja. Das ist beide Papier. Ja. Ja? Beide Buchstaben und Hm, Papier. Und was ist der Unterschied? Ja. Weil der Namen Bibel, Ja. Namen Kronen,
Kronen ist nicht gut, Bibel ist Das gut, war weil sie. Name. Aber wie soll ich sagen, das war sicher nicht das, was von dir erwartet wurde, oder bei dieser Diskussion in Linz? Ja, das wollte ich sagen. Das war der. Es gibt auch Leute, dann heilige Bücher so. Ja. Sie haben gesagt, nein, das kann man nicht so sagen. Das Buch ist heilig. Ich habe gesagt, ich sage nur der buddhistische Ja, Texte. ja. Ich sage nicht, dass sie buddhistische Text, habe ich es auch ausführlich gesagt, buddhistische Literatur, Ja. wenn jemand nicht praktiziert, Ja. ist wertlos. Ja, ja. Das ist nur Papier. Ja, ja. Ja? Und dann hat der immer gesagt, nein, das kann man nicht sein. Ich habe gesagt, buddhistische Texte, was Ja. rede ich? Nicht eurer. Im Tibetischen gibt es Tösam Gom. Ich mag das zwar gern. Das heißt, Tö heißt hören oder sehen oder lesen, also du liest was, Sam heißt drüber nachdenken. Und Gom, das ist das Lustige. Gom heißt einerseits meditieren, aber auch in der Praxis anwenden. Also, und das ist das Schöne. Also wenn du einen Text hast, ihn lesen, drüber nachdenken und dann in der Praxis anwenden, dann ist es. Ja, das ist das, sagt das. Sunate, Dharete, Charate. Das ist Das bestimmt. Ja, ja. alte Text Ja. sagt er, höre zu, Ja. verinnerliche, Ja. versuch danach zu leben. Ja. Das ist Ja, ja. dieser Spruch von Ja, Buddha. ja, ja. Ja. Und im Tibeten ist es lustig, weil dieses Wort für Meditation, Gom, heißt wirklich sozusagen meditieren, aber auch sozusagen in der Praxis anwenden. Also das ist schon genial. Ja, Manche ja, 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 ja. Das ist Sprachbegriffe schon, ja. Ja. sind gut. Ja. Darf ich dich am Schluss noch, und ich glaube, so in deinem, danke für das lange Gespräch, über Weisheit. Es gibt die sechs Vollkommenheiten über Großzügigkeit, ethisches Verhalten, Konzentration. Die Weisheit ist irgendwie sozusagen das Ergebnis davon. Und du hast so eine schöne Definition mal gesagt. Weisheit ist für dich, die Dinge so zu sehen, wie sie Ja, wirklich genau. sind. Ich finde das wunderschön. Vielleicht kannst du es noch ein paar Weisheit Sachen bedeutet erzählen. nicht, dass mit der Wissen Ja, verbunden ist. ja, ja. Weißt du? Dann viele Leute denken, viele wissen, ist der weise Ja, Mensch. Ja, ja, ist es nicht. ja. Und das kann Analphabet sein, wenn jemand die Dinge so sehen kann, wie sie wirklich sind. Der ist ein weiser Mensch. ja, Ja. ja. Und das ist so, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ich meine, in dieser Sprache, deutsche Sprache, Dinger ist ein unglaubliches Wort. Ja, so aus dem Part. Verwendet für alles. Ja. Ja? Hier das Dinger heißt eigentlich die Materie und der Geist. So zu sehen, wie sie Ja, sind. ja, ja. Erstens ist Materie, das ständig anders werden unterworfen. Das Erkennen. Die Materie hast du jetzt gesagt. Materie der Ja, Materie, ja, das ist ja. ständig anders Ja, werden. Unser Körper ist auch ja. anders Ja, werden. Geist ist auch anders ja. werden. Und zweitens ist dann, der Geist ist der Unzufriedenheit unterworfen. Ist nicht zufrieden. Ja. Immer wieder mit Verlangen. Ja. Immer Verlangen. Das ist immer etwas Neues, etwas Neues, etwas Neues. Ja? Und dritter ist, wenn jemand wirklich richtig die Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung richtig erkennt, dann sieht man eigentlich, da gibt es kein Tuende, kein Besitzer. Alles ist eigentlich aus der Ursache und Wirkung entstanden. Ja? Und diesen drei Dinge richtig erkennen kann, das ist der Weisheit. Ja? Vergänglichkeit, Unzufriedenheit des Geistes und der Leiden und dann nicht selbst oder es gibt kein Tuende, es gibt keinen Besitzer. Ja. Diesen richtig erkennen, das bedeutet das Weisheit. Ja? Und so ist eigentlich dann Weisheit. Weisheit entsteht nur, wenn der Geist in der Gegenwart ist. Ja. Man kann nicht die Vergänglichkeit erkennen, wenn der Geist nicht in der Gegenwart ist. Weißt Moment, du? da muss ich drüber nachdenken. Jedes Mal, wenn der Ja. Geist hier und jetzt ist, das Ja. siehst du, weil Ja. hier und jetzt bedeutet, weißt du, nichts anderes als anders werden. Ja, ja, Jetzt. ja. Ohne Veränderung gibt es kein Jetzt. Ja? Jedes Mal anders werden ist jetzt. Ja. Ja? Und der Geist, wenn der jetzt ist, dann erkennt man das. Ja? Und Sehen ist
nur der Bewegung des Jetzt. Mhm. Hören ist nur Bewegung des Jetzt. Mhm. Riechen ist nur Bewegung des Jetzt. Schmecken auch. Tasten auch, denken auch. Der Jetzt bewegt sich. Zum Beispiel denken. Was heißt da? Denken ist jetzt bewegt sich. Oder anders gesagt, die Augen bewegen sich im Jetzt. Oder mit Jetzt bewegt sich dann die Augen, bewegen sie die Augen. Dann ist Sehen. Wenn er nichts bewegt, sieht man nichts. Ja? Und weißt du, dass alles, was wir hier Baum sehen, das Baum, wir sehen nicht den Baum. Wir sehen immer einen Punkt. Dieser Punkt ist sehr schnell beweglich. Deshalb kommt ein Form, Baum. Dieser ist das in Kamera oder Fernsehen. Verwendet dieser. Und Fernsehen sieht nicht uns Bilder. Ja. Punkte bewegt sich. Ja. Und wenn ich über mich in Weisheit üben wollte, was sind die Methoden, darüber nachzudenken, in den Moment zu kommen, was würdest du sagen? Im Jetzt zu kommen, weißt du. Ja. Zum Jetzt. Ja. Das ist das so. Es ist nicht einfach, wenn du, ich meine, da muss man trainieren. Ja? Wenn du einatmen, ausatmen, wenn die Wirklichkeit aus Training, wenn du Sitzen, Ein- und Ausatmen beobachtest, das von Anfang bis Ende, dann sieht man immer Atemzüge ständig anders werden. Wenn der Anderswerden nicht gibt, gibt es kein Einatmen. Wenn der Anderswerden nicht gibt, gibt es auch kein Ausatmen. Ja. Ein- und Ausatmen ist nicht anders als Anderswerden. Ja. Weißt du, dass immer ständig anders wird. Ja. Und das Anderswerden sagen Einatmen. Anderswerden sagen Ausatmen. Das sind nur zwei Namen. Wirklichkeit ist das Anderswerden. Wird anders. Ständige Veränderung. Und das erkennt der Geist. Es ist nicht, wir wollen nicht Wirklichkeit. Da muss man das klar machen. Wir wollen nicht erkennen oder verstehen, dass die Dinge vergänglich sind. Der Geist, wenn der beobachtet, erkennt das. Wir brauchen nicht das Wissen. Wir brauchen die Erkenntnis. Erkenntnis, ich kann das nicht. Das tut der Geist. Das ist das Wichtige, die Wirklichkeit, was da passiert ist. Alles, was wir wirklich, was der religiöse Übungen, was wir wirklich erleben, ist, der Geist erkennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Und wenn jemand fragt, was hast du bei der Meditation gelernt? Weiß ich nicht, ich habe nichts gelernt. Nichts habe ich gelernt. Aber der Geist hat so viel erkannt, dass die Dinge vergänglich sind. Und dann ist das, haftet nichts an, lehnt nichts ab, er ist glücklich. Es ist ein langer, ich meine, das ist so lang. Trotzdem, das kann man nicht erklären. Bis man dann so wie dein Lehrer gemütlich einschläft. Ja, genau. Das ist das, weißt du, das ist so, wenn jemand wirklich dann im Jetzt ist, er ist in der Bewegung. Ja, in der Bewegung ist er. In der Bewegung kannst du nicht anhaften oder ablehnen. Das bewegt sich. Du kannst nichts anhaften, ablehnen. Das geht weiter. Und dann, wenn du wirklich im Jetzt bist, dann haftest du nichts an, haftest du nichts, lehnst du nichts ab, dann bist du glücklich. Deshalb sagt der Buddha, wo das Anhaften nicht gibt, Ablehnung nicht gibt, da ist der Glück. Da ist das Glück. Ja, das ist der Glück. Schön, ja. Irgendwo anhaften, kein Glück. Ja. Ablehnung ist kein Glück. Ja. Aber wenn die beide nicht mehr da sind, dann ist der Glück. Ja, schön. Ja. So ist das eigentlich, was der Buddha immer gesagt hat. Dieser Glück erzeugt in uns der Weisheit. Ja. Und Vorstufe der Weisheit ist der Glück.
Richtige Glück. Ja. Ja? Wenn du nicht glücklich bist, da kannst du nicht Weisheit erlangen. Ja. Das glaube ich auch, Ja, weise Menschen sollten sind glücklich. glücklich sein, Ja, dankbar sein. ja, ja, ja. Danke für das Gespräch. Gut, Es war danke. eine Freude. Ja. Danke für deine Zeit. Danke dir auch. Wie soll ich sagen? Was soll ich denn sagen am Schluss? Wir freuen uns. Es war wirklich eine Freude, hier sein zu Das ist können. gut, ja. Und Ja. danke für den Austausch. Ja, ich danke dir auch. Das ist, dass wir so eine Möglichkeit finden, unsere Gedanken auszutauschen und dann auch, wenn der anderen irgendwie eine Erleichterung finden können, Ja. dann ist eigentlich, wir vermehren unsere Freude. Fantastisch. Das ist das, was sie das, was wir wirklich wünschen, Ja. ja. Danke. Danke dir. Dankeschön. Danke.